Ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren sehr interessant werdenden Erfahrungsaustausch mit Heike. Heike, herzlich willkommen. Hallo, hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr. Ich habe es vorhin schon gesagt, du fällst zwar auch in unserer internen Austauschgruppe sehr auf oder mir sehr auf mit sehr viel Erfahrung, mit sehr viel Einblick, Tiefblick, Weitblick. Du beantwortest teilweise die Fragen an andere Seminarteilnehmer. So toll. Also ich bin ganz begeistert und freue mich riesig, dass du jetzt heute auch die Zeit gefunden hast für dieses Gespräch. Du hast ganz bestimmt viel zu erzählen. Dürfen wir von dir erst einmal so ein bisschen erfahren, wie bist du eigentlich zur Theke gekommen? Was hat dich dazu gebracht, diese Ausbildung zu machen? Du hast ja jetzt schon mehrere Seminare. Es war die Suche nach dem, wer bin ich? Ja, wer bin ich eigentlich? Ja, habe ich mich vor Jahren, ist ja nun fast, ja, also mein ganzes Leben bin ich ja da schon drin unterwegs. Ich habe irgendwann angefangen mit der Malerei. Das war so erst für mein Kind gemalt, 2004. Und dann ging das langsam los. Da es mir ja auch nicht gut ging, habe ich die inneren Bilder gemalt. Erstmal sehr fotorealistisch vom Foto abgemalt. Ich bin also da eingetaucht in meine Fotos. Ich habe sie nochmal abgebildet mit all den Gefühlen und den Gedanken. Und circa um 2009 habe ich dann auch das Bild, was hinter mir steht, gemalt. Das ist jetzt ein bisschen im Licht. Ja, ich glaube, so kann man es sehen. Und das war eine Übermalung. Und das da habe ich auch gar nicht so großartig, ich denke da nicht drüber nach, wenn ich male. Ich mache das dann einfach. Und dann kam es erstmal weg. Und jetzt habe ich es wieder entdeckt und es beschreibt es so schön, was da eigentlich passiert ist. Und man sieht ja hier diesen hellen Punkt und darum dieser Kranz, dieses Rote und diese Einteilungen, diese getrennten Räume, diese Schachteln und Boxen. Und hier oben jemand, der gesprungen ist und kopfüber, also da gerade eingefroren ist, verkehrt herum. Und ja, damit konnte ich lange Zeit gar nicht anfangen. Das war erstmal weggestellt. Jetzt macht es für mich Sinn. Es ist, und ich durfte das erfahren, ich bin in einer inneren Rückschau losgesprungen. Ich bin abgesprungen aus der Quelle. Ja? Wie ein Turmspringer. Juhu, es geht los. Ja, Freude pur. Willst du? Ja, sofort springen. Ja, und auf diesem Weg habe ich Muffensausen bekommen. Ich habe richtig Muffen. Das habe ich in der Meditation habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Dann sah ich diesen blauen Punkt und habe gedacht, das kenne ich, da will ich hin. Das ist ja genau das, wo ich herkomme. Da muss ich hin. Da und Freude wieder pur. Und dann kam dieses Schwarze, dieses Vergessen. Ja, und dann war ich hier gelandet. Und das habe ich in einer anderen inneren Rückschau erfahren dürfen. Diese Enge, dieses wie eingepuckt, aber zwanghaft eingepuckt, fest. Und das hat so wehgetan. Das hat so wehgetan. Und lange Zeit habe ich mich hier in diesem Raum bewegt, in dieser äußeren, in dieser Abtrennung, mit all der Schuld, die dabei entstanden ist, mit all, das ist dieser Urkonflikt, der Gedanke, ich habe mich getrennt. Und dann lagert sich alles dran, Wut, Trauer, Verzweiflung, Hass, Depression, all das erfahren wir. Und ich habe dann immer versucht, ich habe das ja auch alles gemalt und konnte mir aber nie einen Reim darauf machen. Ich kam da nicht so richtig dran. Was bedeutet das? Jetzt ist die Kunst viel beweglicher als das Nachdenken. Aber was habe ich gemacht? Ich habe so geschaut.
mit den Instrumenten, die man mir hier gibt. Von ganz wenig habe ich viel gesehen. Gestochen scharf. Gestochen scharf. Aber es erklärt mir nicht, dass meine Frage, wer bin ich eigentlich? Und das ist Tiki. Tiki ist das Instrument, was mir sagt, du bist das. Das ist der Punkt. Und der ist jetzt in diesem Bild auch ganz verkehrt dargestellt. Der ist nämlich riesig und der ist in jedem von uns. Wir kommen nur nicht dahin, weil wir hier sind und mit diesen Instrumenten schauen. Ja. Und das ist Tiki. Und das ist das, zeig mir, wie es geht, ich mache es selbst. Ich will alles selbst machen. Das ist für mich Souveränität. Und vor 2 Jahren, da war ich ja noch viel hier. Also wir sind meiner Meinung nach immer da. Ich weiß das auch. Aber wir bewegen uns nun mal hier in dieser Ablenkung. Das ist die Konditionierung. Das ist das, was wir gelernt haben. Genau. Und vor 2 Jahren habe ich das mal irgendwann, ich weiß es nicht mehr wo, ich kriege es nicht mehr hin, es ist auch nicht so wichtig. Dann habe ich gedacht, was ist das mit Energie? Ich konnte es mir nicht erklären. Ja, das ist dieser rationale Verstand. Das ist die horizontale Linie mit diesen Instrumenten, auf der wir uns bewegen. Ursache, Wirkung, rein, raus, entweder oder, Fakten, Daten und ja, nur mit diesen Instrumenten und alles andere, ja, kennen wir nicht. Ja, so ist das Spiel. Das ist, und da sind wir drin gefangen. Wir drehen uns die ganze Zeit in diesem Spiel und kommen da nicht hin. Und ja, das ist eine geistige Verhärtung. Es ist, und es ist auch in unserem Körper dann. Wir haben dann diese Verspannung. Das geht ja von der oberen Ebene bis in jede Zelle rein. Und dass es da auch noch eine Linie gibt, die horizontal, also die nicht nur horizontal, sondern auch vertikal ausgerichtet ist. Ja, das habe ich immer gewusst, aber wie komme ich dahin? Wie mache ich das? Das ist Tiki. Ich gehe in diese Quelle und verbinde mich und richte mich aus. Ja. Und erkennst, was du bist und aber auch, was du nicht bist. Und das ist für mich so wichtig. Also vielen Dank für diese Erklärung. Das ist genial, das mal aus so einer Perspektive auch zu hören, mit diesem Bild noch im Hintergrund. Wirklich toll. Für mich war es auch so essentiell, zu erfahren, Moment, ich muss mich nicht entscheiden, welche dieser ganzen Eigenschaften ich bin, sondern ich bin das, was hinter all dem steht. Und alles, was da irgendwie über mich drüber gestülpt wurde und was ich erfahren habe und gedacht habe, dass ich es wäre oder übernommen habe, Meinungen von anderen und so weiter, da kann ich jetzt wählen. Ich kann wählen, ob ich das behalten möchte, ob das zu mir gehört oder ob das ausgedient hat, ob das einfach eine Erfahrung war, die ich jetzt in Liebe und Dankbarkeit verabschieden kann. Ja, die Bilder, die ich jetzt alle gemalt habe, wenn ich die aus dieser Perspektive betrachte, denke ich, ach du meine Güte, das soll ich sein? Nein, nein, es sind geistige Aspekte aus dieser Trennung heraus. Aber wenn ich hier bin, sehe ich das ganz anders. Und zwar habe ich da ein Bild, denn ich sehe ja immer nur die Vergangenheit. Die vergeht nicht. Die ist jetzt. Und aus diesem Standpunkt heraus fächert sich das auf wie eine Blume. Also alle Aspekte, die ich dort auf Leinwand gemalt habe, ist ein Teil von, auch die Ahnen sind geistige Aspekte von mir. Das ist nicht, das ist ein Teil von mir. Und immer wenn ich sage, das will ich nicht, damit bin ich im Krieg. Und das sind wir hier nur. Wir kämpfen. Wir versuchen uns da zu finden. Schneide ich mich davon ab. Alles ist jetzt in diesem Augenblick und mit dieser Zeitlinie bin ich da voll, da kriege ich das nicht hin mit diesem Ego-Verstand. Das funktioniert wieder nicht. Das ist wie bei diesem Kreuz.
was sich in der Mitte trifft, gleichschenklich. Es ist alles gleichwertig. Ich muss auch nicht sagen, der Ego-Verstand ist schlecht. Quatsch. Den brauchen wir. Dann schneide ich mir wieder ins eigene Fleisch. Das ist der Trick. Dann fühlen wir uns wieder schuldig. Das fühlen wir auch. Da auf diesem Pferd bin ich ja auch geritten. Also man hört es ja auch. Ego. Oh, bist du wieder im Ego? Habe ich mich wieder schuldig gemacht? Nein. Nein, das Ego dient. Es hängt bei mir in der Hängematte. Ein junger, sportlicher, dynamischer, junger Mann, wunderhübsch. Ihr kriegt einen alkoholfreien Cocktail und warte mal. Warte mal ab. Ja, wir mussten das erstmal klären in meinem System. Was, wer, wie, wann, wo, was zu sagen hat. Und der ist genau richtig, so wie er ist. Also vielleicht noch mal kurz zur Erklärung für die, die das zum ersten Mal hören. Wir machen in Tilki 3 diese Übung mit der inneren Familie und unter anderem begegnen wir da eben unserem Ego. Wir holen es also aus uns raus, machen es sichtbar, können dann mit ihm arbeiten und nehmen es wieder bereinigt in uns auf. Und das Ego erscheint vielen dann irgendwie übermächtig als Riesen. Begleiter, der aber alles an sich reißt oder als Plaudertasche, genau, der ständig redet. Die anderen Familienmitglieder kommen nicht zu Wort. Und bei mir war es so ein verstaubter, abgehetzter Buchhalter damals, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, mit Aktenkoffer und schütterem Haar und immer, ja, gucken, was muss ich noch machen und wo ist noch irgendein Loch zu flicken? Was könnte noch passieren? Und dein Bild, das habe ich so ähnlich. Also als ich den bearbeitet hatte, hat er sich auch äußerlich total verändert. Also der hat dann einfach so tolle, lässige Klamotten angehabt. Das war ein junger, smarter, gut aussehender Typ. Und immer wieder, wenn ich mal zu ihm reinschaue, sagt er einfach nur, alles klar, Sandra, ich kenne meine Grenzen, wir haben alles im Griff. Also es ist einfach genial, wie man das auch sichtbar machen kann und dann in sich selbst auch merkt, ja, da ist eine ganz andere Ruhe da. Ich habe jetzt wirklich den Entspannten in der Hängematte in mir, der zwar den Blick hat und seine Aufgaben kennt, der aber auch nicht darüber hinausgeht. Ja. Ja. Also ich spüre das dann. Ja, und da kann man sagen so, hallo, jetzt bist du wieder da. Also ich habe es halt mit den Bildern. Ja, jemand anders, das hatten wir ja auch jetzt mal beim Üben. Der fühlt, ja, und dann kann man sich dann aber austauschen. Der sagt, ich will mir das gar nicht so vorstellen, ich brauche das nicht. Aber dann kann ich, wenn ich das über die Quelle mache, ihm da dienlich sein. Ich konnte das nur erst gar nicht irgendwie so richtig klar bekommen, weil wenn ich hier bin, dann stelle ich mir ja innerlich vor, eine weiße Leinwand und dann kommt da additiv, wird da mal ein bisschen was. Nein, das fällt so in mich rein. Ich muss das, und dann finde ich das auch so schön bei Tiki. Es läuft nicht aus dem Ego, sondern es läuft aus der Quelle. Und da darf ich dann auch sicher sein. Ich darf nur nicht den Fehler machen, mir versuchen, das hier irgendwie zu erklären. Es funktioniert nicht. Dann gehe ich da wieder raus. Ich im Prinzip diene ich dort. Ich bin und bekomme dann halt innere Bilder. Also diese hellen Sinne, die wir haben, kann sich Ego-Verstand nicht erklären. Mit diesem Weltbild kommen wir da nicht weiter. Und es gibt so viele Weltbild, warum sind wir daran festgenagelt? Warum lassen wir das nicht einfach los? Ja, das. Es gibt so viele Sphären und wir können eigentlich immer nur die Ebene wirklich wahrnehmen und so weit einigermaßen erklären, auf der wir gerade schwingen. Ja? Aber ja. Unsere Multidimensionalität ist ja noch in viel mehr Ebenen unterwegs und auch da bekommen wir immer wieder Informationen rein. Und deswegen, das ist auch was ganz Wichtiges, was du sagst. Ich glaube, wir dürfen uns auch an einem gewissen Punkt daran gewöhnen, nicht alles erklären zu können, einfach voll in den Fluss zu gehen, voll ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, okay, manche Dinge kann ich erklären, die kann ich sogar sachlich umsetzen. Das ist dann auch wichtig, dass es auf der Ebene ist, aber auch die anderen Dinge kann ich annehmen. Ja. Ja. Wir sagen, wir leben in einem Universum. Ja, das ist das. Mhm. Wir sind in einem Multiversum.
Das ist auch so ein inneres, erstmal so ein inneres Klarwerden. Das macht man aber nicht, das empfängt man dann. Also wir sind multidimensional, wir bewegen uns nicht nur auf dieser horizontalen Linie. Das ist Programm, das ist Programmierung. Und dann sagt einer ein Wort und wir springen an. Ja, dieses Wort kann man ja auch mal analog deuten. Oder die Seele redet nicht so. Die kommuniziert so nicht. Daran ist die nicht interessiert. Wir kriegen das auch nicht mit dem Verstand erklärt, was die uns sagen möchte. Es funktioniert nicht. Aber der Verstand sagt, halt dich fest, ich kenne nur dieses eine, halt dich fest. Und das hat ja auch das Gefühl des Sterbens. Also das ist ja dieser Ego-Tod, der wahrscheinlich auch im mythischen, in der Mystik so beschrieben wird. Ja, dann. Ja, wobei ich den nicht als Tod wahrnehme. Und ich gehöre auch überhaupt nicht zu denen, die sagen, ihr müsst das Ego loswerden, ja, sondern wirklich es transzendieren. Also es gibt so einen Übergangsprozess, wenn du beginnst, zum Beispiel mit Teki jetzt zu wirken und in die tiefsten Tiefen einzutauchen und dein eigenes multidimensionales Wesen zu ergründen. Du bist ja auch ein Multiversum, ja, jeder in uns. Und dann gibt es diese Übergangszeit, wo man noch versucht, sich das alles zu erklären und wo es auch holpert, ja, wo man manchmal vielleicht auch das Gefühl hat, jetzt verliere ich den Verstand. Aber du verlierst ihn nicht, sondern du transzendierst ihn und irgendwann kommt er wieder in die Spur, für die er eigentlich gedacht ist, nämlich im Dienste des Herzens zu stehen, für logische Umsetzung zu sorgen, unseren Weg hier gut zu begleiten, aber eben auch auf gut Deutsch die Klappe zu halten, wenn er nicht gefragt ist. Also es ändert sich oder transzendiert, es wird transformiert, es fächert sich auf. Es ist so schön, wenn man diese inneren Bilder und also da kann man auch nur, ist man im Frieden. Man ist mit allem im Frieden und ich bin da auch dann in einer Zuversicht. Ja, und das ist halt auch die Vergebung, die mir dann. Das ist ein ganz wichtiger Schritt war. Ich vergebe mir das, denn ich habe das alles gemacht. Ich projiziere das auf Leinwänden. Ja, und dann nimmt man mal den Stecker raus. Und das Bild findet man auch bei mir auf der Website. Man nimmt einfach mal den Stecker raus. Den Projektor mal anhalten. Denn wir geben eigentlich, und das ist die Gefahr heutzutage, wenn man uns erzählt, die Vergangenheit wäre vergangen und die ist abgetrennt. Nein, das ist jetzt. Also jetzt an diesem Punkt findet alles statt. Ich muss mich nicht auch, ich habe immer gedacht, muss ich mich an frühere Leben erinnern? Das kann man sicherlich auch, wer diese Gabe hat. Das findet aber jetzt gerade im Real Life hier statt. Wir kriegen das nur nicht. Wir können, ich konnte mir das nicht mit diesem Verstand erklären. Es ging nicht. Deswegen sage ich auch nie frühere Leben, ich sage immer andere. Ja. Andere Verkörperungen, die wir hatten, ja, und an die können wir uns erinnern, weil das ist in uns, das wissen wir noch, aber das kann nicht so zeitlich abgegrenzt werden, dass das früher war, die Zeit, das wissen wir ja inzwischen, ist nicht das, was wir glauben. Wie haben dir denn jetzt die Teki-Seminare geholfen, dieses Wissen, das du ja hast und das du ja auch schon vorher hattest, so zu sortieren und auch für dich in deinem Leben wirklich einzusetzen? Ich habe ja Tiki 1, 2, dann habe ich, glaube ich, Ahnenkraft gemacht, dann 3. Und das war erstmal, und dieses Bild fand ich super. Ich bin ja auch, sag mal, ich bin die reine Macherfrau. Ich bin so für Struktur, für Ordnung, für Gradlinigkeit und dieses Bild. Wenn man den Fahrstuhl, wenn man da einsteigen will, lässt man erstmal alle anderen aussteigen und dann steige ich ein. Ja, es bringt nichts, sich da noch reinzuquetschen. Also erstmal aufräumen. Und das ist Tiki 1, 2 und 3 würde ich da auch noch einsortieren. Für mich jetzt. Für mich.
der absolute Oberhammer, der kam dann zum Schluss. Das war das i-Tüpfelchen und vorher war ich nur in der Vorbereitung. Es war auch schon so ein bisschen von allem, was ich auch schon, wo ich schnell mit in Kontakt war schon. Da bin ich auch schnell durchgegangen. Und dann habe ich immer gedacht, ja, jetzt kommt ja aber noch gar nichts. Ich sehe ja, also ich habe, was ja jeder auch erstmal dieses Hindernis, alle anderen erzählen, sie haben so tolle Gefühle und Bilder, warum ist das bei mir nicht? Ja, dann kam das Seelenseminar und das war mein i-Tüpfelchen. Seelenkraft. Seelenkraft, ja. War dieses Öffnen von dem Seelensternchakra. Ja. Dann, was hier schon war, wurde dann dort freigegeben. Und dann durfte das fließen. Dann durfte das fließen. Sicherlich gab es bei mir auch so Umwege, aber es gibt eigentlich nur eine gerade Linie. Es gibt nur diesen einen Weg, der zielführend ist, der, wo man es dann noch merkt. Dann, also, dann habe ich es auch gefühlt überall. Und dann kamen auch die ganzen inneren, ich sage Bilder, also ganzen, das kam dann. Und dann wurde ich auch gefühlt. Das war so berührend, wie ich gedacht, sowas kann ich, das kann ich mir hier nicht ausdenken. Und da wusste ich, das ist jetzt hier richtig, ich bin jetzt online, ich bin jetzt dran, ist auf Draht, on air. Ja, absolut. Es fließt dann, es fließt durch mich durch und dann ist diese Linie wichtig, in der Mitte, dann ist Intuition, Inspiration, dann ist das Herz. Und wie ich es dann mache, wird mir gezeigt. Ich bin das dann nicht mehr, die das macht. Ich empfange das. Ja, das war sehr berührend, ja. So ist es mir gegangen. Da hat sicherlich jeder sein, der andere sagt was anderes, aber man geht schon, wenn man sich einmal entschieden hat, kommt schon alles das so, wie es sein soll. Nach und nach zur rechten Zeit. Ja. Da dürfen wir uns alle sicher sein. Wichtig ist der erste Wille und die Entscheidung, auf dem rechten Weg sich zu begeben. Und ich sage es bewusst. Ab und zu eine Prise Mut. Und ja, immer. Und ein bisschen Humor kann auch nicht schaden auf dem Weg. Ja, ja. Sehr befreiend, wenn man über sich selbst lachen kann. Genau. Ja, aber du sagst, dass es ist, dass das innere Navi einfach eingestellt zu haben auf, wie du vorhin sagtest, dieser Lichtkreis hinter dir, dieser Lichtpunkt, das bin ich und da will ich wieder hin. Ja, jetzt weiß ich, dass ich das bin und dass ich irgendwie noch abgeschottet davon bin, dass ich das nicht richtig leben und wahrnehmen kann, was ich eigentlich bin und dass ich auch gar nichts werden muss, weil ich alles schon bin und auch nichts lernen muss, weil ich alles schon weiß, aber ich muss es wieder freilegen und dieses Freilegen, dieses Reine machen, wie du sagst, oder den Garten vom Unkraut befreien, wie ich immer sage. Das ist im Prinzip diese Essenz auch von Teki, ja, dass wir da wirklich, wir geben dir nichts Künstliches hinzu, sondern wir nehmen alles, was du nicht bist, weg. Genau. Und dann kann es wieder strahlen. Es kann in die Ausdehnung gehen, in die Ausstrahlung und immer von hier. Von hier. Und das weiß ich. Ich kenne das jetzt. Das ist auch... Ich weiß, wie es funktioniert. Danke. Das war ein schöner Lernprozess. Also im Lernprozess war das nicht gut. Da war das doof. Aber jetzt ist alles okay. Ich bin damit im Frieden. Es ist vergeben, was nie war. Das ist Illusion. Genau. Da sind wir nicht. Das ist die Wurzel. Und das ist... die Trennung, aber interessanterweise ist es auch ein Schutz. Es ist auch erstmal ein Schutz, damit wir hier auch bis zu dem Punkt durchkommen. Also so, ich kann da nicht mehr sagen, das ist schlecht oder das ist gut. Es ist beides. Ja. Ja, und wir haben es ja gebucht auf irgendeine Art und Weise, weißt du? Und dann die Annahme, Teil des Spiels. Dass wir dann auch nicht alles wissen und alles mitnehmen können, sondern erstmal so ein bisschen ins Vergessen gehen, um dieses Spiel auch spielen zu können, um diese Erfahrungen machen zu können. Aber der Rückentwicklung oder der Entwicklung zurück zu uns selbst, zu unserem wahren Selbst, der Weg ist immer offen.
Der steht nichts im Wege, wenn wir es wirklich wollen. Ja, es ist diese eine Entscheidung. Ja. Das war auch der Satz, den ich mal mitnahm. Die Heilung ist in uns. Und der hat mich so tief berührt, dass ich gesagt habe, okay, Heilung ist in mir. Ja, dann gehe ich dahin. Wie könnte sie woanders sein? Ja, ja, das wissen wir, warum wir das so denken. Genau. Ja, ja. Weil wir in diese verrückte Welt hineinwachsen und Glaubenssysteme übernehmen, ja, und darin groß werden. Und irgendwann erkennen wir, dass das alles Illusion und Täuschung war. Und es ist am Ende so einfach. Ja, also das ist ja auch noch was. Das Leben war mal so kompliziert, als man da nicht durchgeblickt hat und versucht hat, mit dem Verstand die Dinge zu lösen. Und am Ende ist alles so einfach, weil du wirst einfach geführt. Du triffst einfach Entscheidungen, auch wenn du gar nicht weißt, wohin die führen. Du bist einfach im Vertrauen. Ich habe mein Navi schon lange eingestellt. Also wenn sich diese Entscheidung richtig anfühlt, dann mache ich es einfach. Ja? Ja. Auch wenn dein Ego die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte. Ja. Aber das sagt sowieso nicht mehr viel dazu. Das hat auch schon mitgelernt. Sehr schön, Heike. Vielen, vielen Dank. Ich werde auf jeden Fall deine Homepage verlinken unter unserem Video, dass man sich auch deine anderen wundervollen Bilder anschauen kann. Und ich weiß nicht, kann man die auch kaufen dann? Ja, also ich gebe sie jetzt auch frei. Okay. Die Wunschvorstellung wäre mal, sie wären alle an einem Ort und man könnte dort durchgehen, damit es wirkt. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ja. Also ich brauche da eine riesengroße Halle. Manifestieren. Ja, das fände ich schön, weil alle zusammen, die gehören auch irgendwie zusammen. Also das ist das komplette Bild. Ja. Ich sehe es schon. Ich freue mich schon auf die Fotos, die du mir schickst von deiner Riesenvernissage. Wunderbar. Vielen Dank. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin damit. Mit allem, mit deiner Kunst, mit Teki. Und ja, man spürt es, man sieht es, man hört es, du bist auf dem Weg. Danke dir. Ganz herzlichen Dank. Und auch an euch zu Hause einen wunderschönen Tag, Abend, gute Nacht, guten Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr dieses Video seht. Fühlt euch gegrüßt. Tschüss.